Hallo und herzlich willkommen bei Teil 5 unserer Waldspaziergänge. Wir haben hier ein Stück Weg gefunden, von dem wir denken, da sind auf so kurzer Strecke so viele verschiedene Pflanzen zu sehen, dass wir spontan beschlossen haben, ja, wir filmen wieder weiter und erzählen euch wieder ein bisschen was. Wie immer, viel Spaß damit. Und hier fangen wir an mit dem Wiesenschaumkraut, Cardamine pratensis, eigentlich ganz häufig auf Wiesen. Und was gibt es da Spannendes zu erzählen? Wir haben hier wieder mit dem Kreuzblütler zu tun. Die vier Blüten sieht man hier schön gegenüber, jeweils Kreuz, ein Kreuz angeordnet. Und in allen Kreuzblütern gibt es Senföle. Die schmecken alles ein bisschen ähnlich nach Kresse, nach Senf, und die eignen sich dann immer sehr gut auch zum Würzen von Salaten, zum Ergänzen von Lebensmitteln. Das Spannende am Wiesenschaumkraut ist, warum heißt es Wiesenschaumkraut? Da gibt es so zwei Erklärungsmöglichkeiten. Teilweise überziehen tatsächlich die Blüten, das ganze Blütenmeer eine Wiese, wie so eine Art Schaum im Frühjahr. Was aber noch wichtiger ist, das gibt die Schaumzikade. Die Schaumzikade ist ein kleines Insekt, das legt seine Eier in einem selbstproduzierten Schaum ab am Wiesenschaumkraut. Und da entwickeln sich dann die Larven dieser Insekten. Und das sieht aus wie, ja, wie so ein bisschen Spucke, und deswegen heißt es auch Kuckuckspeichel. Direkt hier daneben das Veilchen, das wohlriechende Veilchen. Es gibt auch das nicht wohlriechende, das Hundsveilchen, aber das ist das wohlriechende Veilchen. Und wenn man hier mal genau hinschaut, überall krabbeln hier rote Waldameisen. Und die haben mit dem Veilchen eng was miteinander zu tun, nämlich die verbreiten sich gerne über die Ameisen. Ameisen transportieren Veilchensamen mit, verlieren wieder welche, und deswegen hilft die rote Waldameise bei der Verbreitung des Veilchens. Die Hundsveilchen, das ist übrigens auch vielleicht ganz spannend, es gibt ja immer wieder Tiernamen in Pflanzen, zum Beispiel der Bär kommt oftmals vor, der Hund, wie bei der Hundsrose. Bei der Hundsrose, beim Hundsveilchen ist es tatsächlich als Diminutivum, als, naja, ein bisschen herabwürdigen. Das ist nicht so das Richtige. Es ist der für die Hunde. Es ist nicht die wirkliche Rose, sondern es ist die Hundsrose. Bei anderen Pflanzen ist es dann manchmal die Form der Riesenbärenklau zum Beispiel. Das sind die Blätter tatsächlich, haben die Form von einer großen Bärentatze. Oder dann ist manchmal auch ganz abgewandelt, wir kommen später noch auf die Pflanze, zum Beispiel bei der Bärwurz, da hat es mit dem Bär eigentlich gar nichts zu tun, sondern das ist ursprünglich mal die Wurz der Gebärenden gewesen, hat bei den Wöchnerinnen mit ins Wochenbett gelegt, und daraus wird dann die Bärwurz. Die Bayern machen daraus ja gerne einen Schnaps. Die Bärwurz, eigentlich eine Alpenpflanze, und hier im Feldberggebiet eine Reliktpflanze aus der Eiszeit noch. Sehr leicht zu erkennen, wenn man durch die Wiesen geht, dann riecht es sehr, sehr aromatisch, und viele sagen dann irgendwie so wie Mackikraut, oder er riecht wie Suppenwürze. Das hier ist die Bärwurz, wir haben sie vorhin schon mal erwähnt gehabt, im Zusammenhang mit, wie kommen Pflanzen zu ihren Namen. Und ganz spannend, wie intensiv das riecht, unverkennbar. Unbedingt, wenn ihr dran vorbeikommt, in den Fingern zerreiben und dran riechen. Auch gut geeignet zum Würzen von Salaten oder von frisch gefangenem Fisch. Einfach ganz klein rausnehmen die und dran verteilen. Nicht zu viel nehmen davon. Die Bärwurz in schon ausgewachsenem Zustand. Der Waldschachtelhalm,
Auch eine spannende Pflanze. Er ist so ineinander verschachtelt. Und der wissenschaftliche Name ist Equisetum, der Pferdeschwanz. Man bekommt vielleicht eine Ahnung, warum der so heißt. Bei uns in der deutschen Sprache heißt er auch Zinnkraut. Und es gibt wiederum zwei Erklärungen für den Namen. Das eine ist wiederum, dass diese Übergänge in der Ineinanderschachtelung aussehen wie Burgzinnen. Sehr viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass man früher damit das Zinngeschirr geputzt hat. Das war quasi wie so ein Schwamm. Da ist nämlich sehr viel Kieselsäure drin, damit ist es sehr haltbar. Und man hat dann Teller damit reinigen können, mit den Blättern, mit diesen pferdeschwanzartigen Blattfortsätzen hier. Und daher der Name Zinnkraut. Ihr erinnert euch vielleicht an das Keimblatt des Bergahorn, das wir in einem anderen Film schon mal gezeigt haben. An dieser Stelle seht ihr die Knospe eines Bergahornbaumes. Die hier ist jetzt schon ein bisschen aufgeplatzt, eine ganz dicke Endknospe. Und dann seht ihr, dass die immer um 90 Grad versetzt paarweise am Zweig angeordnet sind, die nächsten Knospen. Und ein kleines Stück daneben sind die Blätter schon draußen. Hier ist ein kleiner Bergahorn. Es gibt verschiedene Arten von Ahorn. Hier im Schwarzwald ist der Bergahorn sehr häufig. Und ihr erkennt hier einen Unterschied zu beispielsweise dem Spitzahorn. Der Bergahorn hat hier spitze Einkerbungen zwischen den verschiedenen Blattteilen. Der Spitzahorn hat die Einkerbungen runder. Also der Name ist, wenn ihr so wollt, was dieses Detail angeht, gerade andersherum. Was man sich zur Herleitung des Namens noch merken kann, beim Bergahorn hat hier diese Form, die Blattform, so erinnert an die Form eines Berges. Und einfach nochmal zur Unterscheidung zum Spitzahorn, das ist jetzt ein kleiner Zungenbrecher, der Bergahorn hat spitze Buchten und eher flachere Spitzen, rundlichere Spitzen. Der Spitzahorn hat runde Buchten und spitze Spitzen. Auf der Blatthinterseite, und das ist ein Kennzeichen für alle Ahornblätter, laufen diese fünf Hauptadern immer in einem Punkt zusammen. Nebeneinander der Bergahorn mit seinen bergförmigen Spitzen und der Spitzahorn mit seinen angespitzten Lappen und runden Buchten. Beides mal die fünf Hauptadern in einem Punkt. Und ganz spannend auch zu sehen, wie hier aus der Endknospe mehrere Blätter herauskommen, sowohl hier als auch hier. Beim Bingelkraut haben wir schon mal die Familie der Wolfsmilchgewächse erwähnt. Hier haben wir jetzt einen weiteren Vertreter gefunden, nämlich die Zypressen-Wolfsmilch. Die Wolfsmilchgewächse haben gemeinsam, dass sie alle im Stängel einen weißen Saft haben, der auch irritierend bis stark giftig ist. Das könnt ihr hier sehr gut sehen, der kommt hier sofort zum Vorschein.
Wir sind wieder ein paar Wochen weiter, die Natur ist wieder ein paar Wochen weiter. Und hier sieht man bei der Fichte die verschiedenen Blütenstände. Und zwar ist es so, dass wir hier diese roten großen am Ende sind die weiblichen Blüten und daraus werden die Fichtenzapfen. Die kleinen hier dran, das sind die männlichen Blüten und da kommt auch der ganze Blütenstaub her, der jetzt gerade überall drauf liegt. Und die Zapfen, die sind jetzt zu Beginn, stehen die nach oben. Je größer sie werden, desto schwerer werden sie auch und dann drehen sie sich langsam um, bis sie wieder nach unten hängen. Und das sieht man auch hier weiter oben, da hängen noch ältere Zapfen. Die sind dann so, wie wir es auch schon erzählt haben, ein Merkmal bei der Fichte, dass die Zapfen nach unten hängen. Und weil es so schön ist, zur Wiederholung, hier haben wir drei Flechtenarten und ein Moos vereint. Strauchflechten, Blattflechten, hier das Moos dazwischen und Bartflechten hat es hier auch noch. Und auch hier zur Wiederholung die Vogelbeere. Inzwischen sind wir wieder zwei Wochen weiter. Wir haben den 3. Mai und die Blüten sind hier schon herangewachsen. Und man sieht deutlich, dass hier irgendwann mal die Beeren draus werden, die roten. Wieder ist Zeit vergangen und die Heidelbeere hat sich weiterentwickelt und man kann jetzt hier schon sehr gut erkennen, wo die Beeren entstehen. Und im Moment sind sie noch rot, irgendwann bis im August, jetzt ist es gerade Anfang Mai, werden sie dann tiefblau und reif. Der Tag der Wiederholungen. Wir sind hier oberhalb vom Schluchsee und zwei unterschiedliche Nadelbäume hier im Zentrum. Eins davon die Fichte, eins die Tanne. Wisst ihr noch was, was ist? Inzwischen ist der Frauenmantel zum Vorschein gekommen. Hier mit der recht unscheinbaren grün-gelblichen Blüte und den typischen Tropfen auf den Blättern. Der Frauenmantel gehört zu der Familie der Rosengewächse, enthält also auch Gerbstoffe. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Geschichten zum Frauenmantel. Also einmal wird ihm nachgesagt, dass er bei Frauenleiden wirksam ist. Durch die Gerbstoffe hat er vor allem die adstringierende Wirkung, also die zusammenziehende Wirkung und ist noch besser bei Durchfallerkrankungen, auch wenn ihr den immer wieder in Frauentees und so weiter findet. Frauenmantel, dieser Name kommt auch daher, dass dieses Blatt die Form hat von so einem Mantel, so einem Umhang, wie er oft bei zum Beispiel Marienfiguren oder so dargestellt ist. Also dieser große, weite Frauenmantel sozusagen. Und er enthält auch Östrogene. Auch das ist ein Hinweis auf die Frau. Der wissenschaftliche Name lautet Alchimilla vulgaris. Und da ist das Alchemistenkraut drin versteckt. Und das ist nochmal spannend in Bezug auf diese Tautropfen oder vermeintlichen Tautropfen, die da immer wieder zu finden sind. Es gibt auch eine Variante, die in Gärten wächst, die noch größere Blätter dann hervorbringt. Und da sieht man das gerne, dass wie so eine Perle in der Mitte der Tautropfen gesammelt ist. Das Spannende ist, dass diese Tropfen auch dann zu sehen sind, wenn jetzt gar kein Wetter war für Tau, also gar kein Tau gefallen ist. Die Pflanze scheidet nämlich diese Flüssigkeit aus und zwar von den Blatträndern her. Das nennt man dann Degutationstropfen. Also an den Blatträndern scheidet die Pflanze die Flüssigkeit aus. Die läuft dann in der Mitte zusammen und liegt da wie so eine Perle.
Und weil das so eine besondere Eigenschaft dieser Pflanze ist, dass sie eben diese Degutationstropfen bildet, haben die Alchemisten gedacht, oh, das ist so eine besondere Flüssigkeit, das muss irgendwie eine Zutat sein auf dem Weg zum Stein der Weisen, also für ewiges Leben. Und daher ist der Name Alchemistenkraut noch hängen geblieben beim Frauenmantel. An einem typischen Standort eine auch wieder sehr spannende Pflanze, das Schöllkraut, gehört in die Familie der Mohngewächse. Und was spannend ist, ist, wenn man hier so ein Stück vom Stängel abmacht, gibt es hier diesen gelben Milchsaft. Und dem sagt man nach, dass er gut gegen Warzen ist. Ob das dann tatsächlich stimmt, muss jeder selbst für sich ausprobieren. 10 verschiedene Alkaloide stecken drin und hier nochmal die Blüte, das Schöllkraut. Nachdem der schwarze Lunder im Schwarzwald oben eher rar ist, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und sind hier bis nach Freiburg runter am Schlossberg, um euch hier die tellerartigen Dolden bzw. Scheindolden der schwarzen Lunders zu zeigen. Daraus werden die schwarzen Beeren und wunderbare Holunderpfannküchlein, wenn man die Blüten so nimmt. Sie riechen sehr süß. Potentilla erecta. Das aufrechte Fingerkraut, eine ganz besondere Pflanze in vielerlei Hinsicht. Das Erste, was hier auffällt, ist, dass es 4 Blütenblätter gibt und für ein Rosengewächs, und aus dieser Familie entstammt diese Pflanze, ist es sehr ungewöhnlich, beziehungsweise eine der Ausnahmen, die die Regel bestätigen, dass Rosengewächse immer mindestens 5 Blütenblätter haben. Potentilla potentia, da steckt schon drin, dass sie ganz viel Kraft hat. Und was sie vor allen Dingen hat, sind Gerbstoffe. Gerbstoffe in der Wurzel. Und wir haben hier an einer Stelle mal eine ausgegraben, wo es ganz viele gab. Und diese kleine, unscheinbare Pflanze, die Fingerkraut, auch das sieht man, warum die Fingerkraut heißt, handförmige, fingerförmige Blätter. Diese kleine, unscheinbare Pflanze hat eine ganz große Wurzel. Und vielleicht habt ihr schon mal was von der Signaturenlehre gehört. Menschen haben früher gedacht, naja, es werden uns Hinweise gegeben, wofür sind denn solche Pflanzen gut, wogegen, gegen welche Leiden. Wenn eine Pflanze ein herzförmiges Blatt hatte, wunderbar, das muss was für oder gegen Herzschmerzen sein, je nachdem. Wenn es ein leberförmiges Blatt hatte, entsprechend. Oder wie beim Augentrost, wenn die Blüte aussah wie so ein Auge, ein Augenlid, dann ist es bestimmt gut bei Augenleiden. Und tatsächlich in Euphrasia ist es ja auch drin. Und hier ist ganz deutlich zu sehen, warum man gesagt hat, das ist gut bei Blutungen. Denn die Wurzel, die läuft sofort blutrot an, wenn man sie anschneidet. Ein wunderbares Mittel, denn bei Blutungen, die werden durch die Gerbsäuren sofort gestoppt. Das zermahlene Pulver auf eine Blutung drauf, das soll man natürlich nicht machen. Es gehört nichts rein, es kommt nichts raus aus der Wunde. Aber das hat man früher gemacht. Wofür es auch gut ist, Gerbsäuren, auch das haben wir schon mal gehört, die haben eine adstringierende, zusammenziehende Wirkung und deswegen ein ausgezeichnetes Mittel der Wahl bei Durchfallerkrankungen. All das steckt hier in dieser aufrechten Fingerkraut oder Blutwurz drin. Ich
Jeder von euch kennt im Frühling die Weidenkätzchen, die so quasi als erstes zu sehen sind, diese kleinen, flauschigen, gräulichen Gebilde. Und so sehen die aus, wenn die schon ein bisschen älter sind. Das hier ist eine Weide. Es gibt viele verschiedene Weidenarten. Und das hier ist eine Saalweide mit beiden untypischen Blättern, ganz rundliche Blätter. Nicht so, wie ihr es vielleicht nahe an Gewässern kennt, ganz schmale, längliche Blätter. Die Weide, die Saalweide insbesondere, heißt deswegen so, weil sie den Stoff Salicylsäure enthält. Und das ist auch das, was sie besonders macht. Ihr kennt die Salicylsäure aus Aspirin. Ja, da ist die acetylisierte Salicylsäure drin. Und bei der Saalweide ist dieser Stoff insbesondere in der Rinde enthalten. Also ein Sud aus der Rinde gekocht, hat die Wirkung von der Salicylsäure, nämlich schmerzlindernd, fiebersenkend und blutverdünnend. Also zum Beispiel gut gegen Kopfschmerzen. Und diese Saalweide, die kann durchaus recht groß werden. Hier haben wir eine stehen, die einige Meter hoch ist. Typisch für die Knospen der Weide ist es, dass die um den Zweig herum angeordnet sind, also wie so entlang geschraubt einmal drumherum. Ihr erinnert euch an die Gallen, von denen wir es hatten im Zusammenhang mit Tannenhonig und Fichtengallen. Und hier ist nun eine Galle der Buchengallmücke. Noch so leicht grünrötlich, sie wird immer rötlicher. Und hier am Buchenblatt. Und in ihr entwickelt sich das fertige Insekt wieder.